Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch Nacht der Tiger von Marco Sonnleitner vorstellen. Das Ganze hat von mir 3 Sterne bekommen. In Nacht der Tiger geht es darum, dass die 3 Fragezeichen von einem anonymen Auftraggeber aufgefordert werden, zu ermitteln, so, indem er den 3 Fragezeichen über ein Computerprogramm Gedichte schickt, und das müssen die 3 Jungs eben rausfinden, was das mit den Gedichten auf sich hat. Beziehungsweise sie finden sehr schnell raus, was es mit auf sich hat. Und zwar ist es eben so, dass in Rocky Beach gerade eine Serie von Autodiebstählen stattfindet und sie deswegen danach gehen sollen. Natürlich stellt sich die Frage, wieso, weshalb, warum der Auftraggeber sie nicht angesprochen haben, und es wird auch sehr schnell klar, dass dieser Auftraggeber anonym bleiben möchte bzw. muss, weil er sie wahrscheinlich mit zu den Autodieben gehört und diese Bande eben hochgehen lassen möchte, und damit er nicht angeschwärzt wird. Er hätte ja seine Kollegen da bei der Polizei angeschwärzt. Ja, ja, ich muss sagen, Nacht der Tiger hat ja von mir 3 Sterne bekommen. Oh, ich hoffe, das blendet nicht so, weil heute habe ich mal ein bisschen die Sonne von da. Hat vor mir 3 Sterne bekommen. Das ist ja mein Standardding bei den Büchern meistens. Es hat einige Stellen, die es im Hörspiel nicht geben. Einige haben mir gefallen, einige fand ich so, naja, brauchte man ja nicht unbedingt zu erwähnen, aber okay, das ist halt Geschmackssache. Zum Schluss muss ich sagen, ich wusste ja schon, worum es geht und so. Hat mich aber trotzdem gefreut, dass ich es noch lesen konnte. Ja. Mehr gibt es eigentlich dazu auch nicht zu sagen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr kommentieren könntet oder so. Irgendwie habe ich gerade so... Im Mai habe ich gerade mal ein einziges Buch gelesen und weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie ich rezensieren kann. Shame on me, Leute. Shame on me. Na, okay. Das war's fürs Erste. Ich hoffe, das nächste wird besser. Also, bis demnächst. Ciao.